Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Ranglistenmodus. Wir nehmen die Burg. Welcome to Nova. Sakura Blume haben wir. Masken haben wir. Wir haben hier noch ein Pyro oder ein Zeus. Katzen, Yuzora und Schwein. Ich glaube, das Schwein nehme ich erstmal weg, nehme den Howler mit und werde dann auf der 10 noch mal rollen. Das ist ein Plan. Sakura Start. Upgrade. Worker rein. Fertig. Priesterin des Abgrunds drüben. Ja, ich muss endlich mal wieder ein paar Ranglisten-Games gewinnen. In letzter Zeit läuft es nicht so gut. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich verliere ständig. Die anderen sind einfach entweder besser oder das Team funktioniert besser zusammen. Aber so ist das eben. Ja, Grawl. Das könnte schon wieder ein Eiersack werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es ein Eiersack wird. Darauf würde ich gern verzichten. Weil auf drei kriege ich niemals den Robo zusammen. Niemals. Oh, das war knapp. Nee. Er hat ihn getauscht gegen eine Gatling Gun? Er hat ihn einfach gegen eine Gatling Gun getauscht? Mit Champion? Das habe ich noch nie gesehen. Wenn man den Crawl hat, tauscht man ihn doch nicht so aus. Katze mit hin. Upgrade. Macht ja gar keinen Sinn. Warum tauscht man den Crawl gegen eine Gatling Gun? Ich hatte gehofft, dass ich auf 3 was schicke und da das dann damit blocken kann, aber. Das macht ja gar keinen Sinn. Könnten auf 5 einen Cent probieren. Zwei Stacks rein, Worker rein. Dann sind wir erstmal gut ausgestattet. Ja, Yuzora Katze und Howler als Frontline. Klingt gut. Sollte ausreichen. Okay, dann gehen wir auf 6. Sparen wir so lange. Schicken ein bisschen Stich rein mit für die. Und dann haut das hin. Kacke Blume down. Wobei, gerade eben hat nur die Katze getankt und diesmal hat nur die Sakura-Blume getankt. Das ist krass. Irgendwie hat es gerade nicht so hingehauen. Naja. Wir machen das so.
Und dann sollten wir ganz gut ausgestattet sein für die nächste Wave. Jetzt tankt sie wieder mit. Komische Geschichte. Wenn wir ein bisschen Stichschaden mit reinschicken, dann sind die Teile ganz schnell weg. So. Wir machen hier zwei hin. Und packen noch einen Köter in den Split rein. Der Korbune tankt noch ein bisschen mit. Nicht so schlimm. Hat nicht gereicht. Da haben die Devilfish zu viel getankt. Aber das sieht doch sehr gut aus. Nee, ich brauche keinen Worker, weil der nächste Runde schicken wird. Wollen wir noch eine Katze hin? Und hier drüben bauen wir auch noch eine Katze hin. Machen zwei Stacks hier rein. Ja, 9 wäre für mich besser. Die Katzen haben ganz gut ausgehalten. Ich werde es schaffen, aber die Blume wird es wahrscheinlich nicht mitmachen. Nee. Okay, der Maulwurf ist zu fett. Aber noch ein Stack rein, gut. Hm. Ist die 9 perfekt so für Wurzelqualle und die? Er kann auch, macht auch weniger Schaden an denen. Blut mit reinschicken vielleicht. Was mit Aufprallschaden. Und Packleader. Packleader noch auf Freischaden. Das klingt gut. Unter 10 sogar. Das ist saftig. Die Sora platzieren wir erstmal. Die werden wir gut gebrauchen können. Eine Schnecke krieg ich noch zusammen. Die nehmen wir noch mit. Sieht hier drüben aus. Auch ganz gut. Die Archer weg.
Sehr schön. Das geht auch durch. Sehr gut. Oh, das gibt ordentlich auf die Fresse. Geile Sache. Ich mache das so, um meine Sakura-Blume und die Fernkämpfer zu schützen. Brauche ich jetzt noch eine Yuzora hin, einen Howler. Ich vermute mal, jetzt kommt noch ein Send. Ja, aber nur ein kleiner. Die Blume ist tot! Irgendwie funktioniert das heute nicht so. Komm, mach den weg. Oh. Gibt's doch gar nicht. Ja. Okay, die sind auch down. Wir nehmen die Heldenaura mit. Und den Pyro. Der will mir auf 13 schicken, ist over. Müssen wir aber so lange überleben. Aber solange die nur so klein schicken und nicht sammeln, ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Ja, die Blume kackt wirklich immer ab. Na gut, dass ich noch Büro habe. Ja, komm, Digga. Das gibt's doch nicht. Masken-Upgrades. Oh, lass uns mal gucken. Ich muss auf jeden Fall Stichschaden mitschicken. Madman hat er. Madman hat er gebaut. Die Dreier und der kacken durch die Wave alleine ab. Also brauche ich Stichschaden mit drin. Und im besten Fall haue ich noch eine Mole rein für die Masken und für die Elite-Archer. Das sollte gut was bringen. Nee, diesmal ist er raus. Durch die Shutdowns haben die ganz schön wieder aufgeholt. Mal gucken, was ich noch zusammenkriege. Auf jeden Fall hier erstmal ein Upgrade. Machen das Ganze so. Ich krieg noch 100 zusammen. Hat 4 Stichschaden, ne? Dann hau ich lieber Echsen rein.
Hermes hätte wahrscheinlich noch Sinn gemacht, aber wir probieren das so. Königsklaue. Madman sind verhärtet. Ja, das ist einfach zu viel, da können die nicht blocken. Ich habe abgewehrt. Ja, möglicherweise. Nee, es wird knapp. Sehr gut. War ganz knapp, die hatten alle noch Mini-Leben. Sehr schön. Endlich ein Sieg. Ich hab's gesagt am Anfang. Ich hab's euch gesagt. Ja, es waren weitere Legion. Schaut doch gerne bei den anderen Videos vorbei. Zum Beispiel hier. Harpien Tornado. Ist immer wieder geil. Bis dahin, entspannten Tag. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.